Anno 44 vor Christus. Mit seinen gewaltigen Ausmaßen erstreckt sich das Römische Reich rings um das gesamte Mittelmeer. Julius Caesar hat sich zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Er vereinigt alle Macht in seiner Hand und gebärdet sich wie ein König. Das missfällt einem Großteil des Senats, der noch der Republik verpflichtet ist. Cassius und Brutus, die Anführer der Unzufriedenen, rüsten sich zum Gegenschlag. Am 15. März des Jahres 44 vor Christus begibt sich Caesar in Begleitung von Antonius, seiner rechten Hand, zu einer Sitzung des Senats. Brutus und Cassius töten Caesar im Namen der bedrohten Republik. Als Nummer zwei des Imperiums hat Antonius allen Grund, um sein Leben zu fürchten. Unterdessen herrscht in Rom Panik. Die Stadt ist gespalten in Republikaner und Anhänger Caesars. Unter den kleinen Leuten sagt man, ein Gott sei ermordet worden, Rom sei verflucht, ein Blutbad zu befürchten. Caesars berühmte Geliebte Kleopatra ist schwanger, als sie die entsetzliche Nachricht vernimmt. Wie für Antonius bricht für sie die Welt in tausend Stücke. Wenige Stunden später erfährt Antonius, dass die Mörder Caesars für die Zeit nach ihrer Tat keine politische Strategie haben. Die Senatoren haben nur den Tod des Tyrannen geplant. In Rom herrscht ein Machtvakuum. Diese Chance muss Antonius ergreifen. Die Stadt schläft. Über ihr die Furcht vor einem bewaffneten Konflikt. Antonius gelingt es, den aufgewühlten Senat einzuberufen. Die Spannung zwischen Gegnern und Befürwortern Caesars ist deutlich spürbar. Das römische Volk ist im Begriff, sich zu erheben. Die Menge murrt und schimpft. Doch der Zorn kann sich auch gegen euch richten und eure Häuser, gegen eure Familien und eure eigenen Leute. Ich verfolge keine andere Absicht als jene, euch vor weiterem Unglück zu bewahren. Hütet euch vor dem Schmerz des Volkes, das unversehens den Vater verloren hat und bereit ist, zu den Waffen zu greifen. Jener, der den Menschen so viel Gutes tat, wurde getötet. Ihr müsst euch in Sicherheit bringen oder um euer Leben fürchten. Ihr habt Landsitze. Es wäre sinnvoll, wenn ihr euch dahin zurückzieht. Ich kenne dich, Brutus, und zweifle nicht daran, dass du für einen Wert gekämpft hast, der dir teuer ist, die Freiheit. Du hast dein Ideal verteidigt. Deine Tat war nicht gegen den Mann gerichtet.
Daher schlage ich vor, dass der Senat alle Verschwörer begnadigt und von jeder Schuld freispricht. Zugleich aber Caesars Beschlüsse für rechtsgültig erklärt. Hast du jemals nach Caesars Verfügungen gefragt, wem du die Ausübung deines Amtes verdankst? Wer gab dir die Legitimität dazu? Wem verdankst du das prächtige Domizil, in dem du so gerne Gäste empfängst? Ich spreche offen und appelliere an euren gesunden Menschenverstand. Caesars Beschlüsse außer Kraft zu setzen, hieße, alles zu verlieren. Mit welchem Recht wollt ihr dann über das Schicksal der Republik, das Schicksal Roms, das Schicksal des römischen Volkes befinden? Caesars Veteranen strömen von Tag zu Tag zahlreicher herbei. Wer von euch wagt es, ihnen ins Gesicht zu sagen, dass sie ihre Ländereien zurückgeben müssen, weil ihr die Bestimmungen jenes Mannes aufhebt, der sie ihnen einst gab? Gerade noch war Antonius am Ende. Nach Caesars Tod hätte er sterben können. Das hatte er selbst befürchtet. Für ihn war der Tod des Herrschers eine persönliche Katastrophe, weil er Caesar seine Laufbahn verdankte. Und er dachte natürlich, nun da Caesar tot ist, ist es aus mit meiner Karriere. Die Anführer der Verschwörung sind allen bekannt, Brutus und Cassius. Brutus ist leider Gottes kein Soldat. Er ist Philosoph. Ein großer Senator. Shakespeare würde ihn als Ehrenmann bezeichnen. Der eine war ein echter Killer, Cassius und seine Bande, wie man schon in der Antike sagte. Und der andere stand als Symbol für die Werte der Republik. Antonius hat einen Bürgerkrieg verhindert und wird in aller Augen zu dem Mann, der den öffentlichen Frieden wiederherstellt. So sieht er der Offenlegung von Caesars Testament voll Zuversicht entgegen. Meine Freunde, beginnt mit der Verlesung. Antonius hat stets an Caesars Seite gelebt und gekämpft. Ein genialer Soldat, dem der Imperator während seiner Abwesenheit Italien anvertraute. Er hat allen Grund zu hoffen, im Testament reichlich bedacht worden zu sein. Ich, Gaius Julius Caesar, mache hiermit Octavian, meinen Großneffen, zu meinem Haupterben. Zugleich adoptiere ich Octavian als meinen Sohn. Dem römischen Volke vermache ich meine am Tiber gelegenen Gärten. Zweifellos war Antonius enttäuscht. Der Inhalt des Testaments blieb weit hinter seinen Hoffnungen zurück. Caesar zeigt deutlich seine Vorliebe für Octavian, seinen Großneffen, der gerade mal 18 Jahre alt ist. Anscheinend hat er ihn 6 Monate zuvor ins Herz geschlossen und das in seinem Testament zum Ausdruck gebracht. Die Adoption geschah so heimlich, dass man vermuten darf, Caesar wollte sein im September 45 verfasstes Testament wieder ändern. Er konnte durchaus noch einen leiblichen Sohn bekommen oder vielleicht einen anderen Erben einsetzen. Wie auch immer, er kam nicht mehr dazu. Offenbar ahnte er nicht, dass man ihm nach dem Leben trachtete. Es ist ein privates Testament. Man kann schon insofern nicht von einem politischen Vermächtnis sprechen, als Rom noch immer eine Republik ist. Caesar ist kein König, der seinen Erben ein Königreich vermachen kann. Die Bestattung Caesars ist für Antonius die Gelegenheit, Rom zu überzeugen, dass nur er geeignet ist, das Erbe würdig zu verwalten. Thank you.
Wäre Cäsar als einfacher Privatmann gestorben, so bräuchte ich keine großen Reden zu schwingen. Da er jedoch mit dem höchsten Amte bekleidet war und ich ebenfalls Konsul bin, darf ich nichts, was gesagt werden muss, verschweigen. Dieser Vater, dieser Pontifex Maximus, dieser unantastbare große Held und Gott, wurde von seinen eigenen Freunden, Bürgern Roms, getötet. Er, den kein Feind besiegen konnte. Was brachte dir dein Langmut, o Cäsar? Deine Unantastbarkeit, deine Gesetze, dass du von deinen Freunden grausam gemeuchelt wurdest. O Schmerz, o schneeweißes Haar, im Blut gebadet. O du Toga in Fetzen, die du nur angelegt hast, um in ihr erdolcht zu werden. Bei Jupiter, dem Beschützer Roms, bei allen Göttern im Himmel schwöre ich, ich will meinen Eid erfüllen, ich will Cäsars Tod rächen. Am Ende seiner Rede legt Antonius ein glimmendes Holzstück neben den improvisierten Scheiterhaufen. Wie von Sinnen zündet die Menge Cäsars sterbliche Überreste an, wirft Waffen, Kleider und Schmuck ins Feuer und legt damit den Grundstein für den Kult um Cäsar. Bei der Bestattung Cäsars spielt er ein sehr gewieftes, doppeltes Spiel. Er ruft nicht zur Vergeltung auf. Tatsächlich läuft es jedoch genau darauf hinaus. Denn er schürt den Zorn des Volkes. Es ist wütend auf den Undank von Cäsars Mördern. Derart an den Pranger gestellt, bleibt Brutus und Cassius keine andere Wahl, als Rom zu verlassen und Antonius freie Bahn zu lassen. Doch sie sind nicht die Einzigen. Jemand anderes hat sich bereits auf den Weg gemacht. Kleopatra fährt zurück nach Ägypten. Die ägyptische Königin hat guten Grund, Rom zu verlassen. Mit Julius Cäsar hat sie nicht nur ihren Geliebten, sondern auch den Beschützer ihres Reiches verloren. Ägypten ist das bedeutendste Königreich im Orient. Es ist die Kornkammer des Mittelmeers. Alexandria rivalisiert mit Rom und ist stolz auf seinen Hafen, den größten der Welt. Mit ihrem scharfen Verstand hat Kleopatra erkannt, dass sie bedroht ist. Für die Römer hat sie mindestens drei Makel. Erstens ist sie eine Frau und die Römer sind frauenfeindlich. Zweitens ist sie eine Königin und die Monarchie ist schlecht angesehen. Drittens ist sie Ausländerin und die Römer sind fremdenfeindlich, erst recht gegenüber Orientalen. Sie hat Angst vor Rache, Sorge um das Leben ihres Sohnes und die Sicherung ihres Reiches. Lauter Gründe zum Aufbruch. Sie ist damals 25 Jahre alt. Zur gleichen Zeit nimmt der Erbe Cäsars Kurs auf Rom. Hier ist Gaius Julius Cäsar Octavian. Oh,
Octavius und Antonius schätzen sich überhaupt nicht. Oder besser gesagt, ihr Verhältnis ist von Anfang an sehr unterkühlt. Bei seiner ersten Begegnung mit Antonius gibt sich Octavian bescheiden. Immerhin ist er 20 Jahre jünger als Antonius. Dieser behandelt ihn herablassend und nennt ihn den, der alles einem Namen verdankt, oder auch den kleinen Jüngling. Octavian ist ehrgeizig. Er initiiert eine Kampagne gegen Antonius, umschmeichelt die Senatoren, kauft Veteranen und unterminiert die Moral der Legionen. Mit Spenden aus dem väterlichen Erbe versucht er, sich eine Partei und Streitmacht aufzubauen und fordert seine Rechte als Adoptivsohn ein. Octavian ist nun 19 Jahre alt. Misstrauisch ziehen Brutus und Cassius in einem Zeitraum von 18 Monaten ihre Legionen im Osten zusammen. Brutus in Griechenland und Makedonien, Cassius in Syrien. Sie rekrutieren alle greifbaren ehemaligen Soldaten und erheben hohe Tribute. Sie errichten sich ein Hoheitsgebiet, das ihnen im Ernstfall helfen soll, ihren Feinden zu trotzen. Wir können nun auf 20 Legionen bauen. Und mit den Tributen fehlt es uns nicht an Geld. Disgratias agamus. Den Göttern sei Dank, dass sie uns so mächtige Truppen für die Verteidigung der Republik geschenkt haben. Angesichts der republikanischen Bedrohung verbündet sich Antonius mit Octavian, trotz aller Differenzen. Zusammen mit Caesars Oberbefehlshaber Lepidus bilden sie ein Triumvirat, in dem die Macht für 5 Jahre unter den 3 Männern aufgeteilt ist. Rache für Caesar ist das Unterpfand ihrer Macht. Zunächst kümmern sich Antonius und Octavian um die Feinde im Innern und lassen sie hinrichten. Die sogenannte Proskription in Form von Plakaten mit den Namen der zum Tode Verurteilten verbreitete unter den Würdenträgern und Senatoren Angst und Schrecken. Das Vermögen der Geächteten wird eingezogen und neue Steuern werden erhoben, um das Geld für den Kampf mit den Republikanern aufzubringen. Eine Panik erfasst die Aristokratie. Viele fliehen aus Rom. Antonius und Octavian haben mit ihrem Bündnis ein Terrorregiment errichtet. Sie nennen sich die Caesarianer. Von Brindisi aus verfolgen sie Brutus und Cassius über Dyrrhachium bis nach Philippi in Griechenland. Antonius heftet sich als erster an die Fersen der Republikaner. In einem Gewaltmarsch legen seine Truppen, zur Überraschung ihrer Gegner, in 10 Tagen mehr als 500 Kilometer zurück. Weil er sie wie Waffenbrüder behandelt, marschieren die Soldaten immer schneller und wachsen über sich hinaus. Ohne zu zögern befolgen sie die Befehle ihres Anführers. Auch wenn dies den Kampf gegen andere Römer bedeutet. Brutus und Cassius haben auf 2 Anhöhen unweit der Stadt Philippi Stellung bezogen. Das Lager von Brutus ist durch einen dichten Wald und abschüssiges Gelände geschützt. Das von Cassius schließt sich an Sümpfe an. Antonius errichtet sein Lager nur 2 Kilometer entfernt. Er nimmt in Kauf, dass um ihn herum nur flaches Land ist. Die republikanischen Lager liegen beiderseits der Via Ignatia, der einzigen Straße im römischen Ostreich. Die Bastionen von Brutus und Cassius versperren dem Gegner durch eine Landbefestigung den Weg. Etwa 10 Kilometer entfernt liegt die Hafenstadt Neapolis, die sich als Nachschub- und Kommunikationsstützpunkt anbietet. Gut versorgt und geschützt können die Republikaner einen langen Zermürbungskrieg führen.
Die Caesarianer haben weder Wasser noch eine Stadt in der Nähe. Antonius bittet Kleopatra um Hilfe. Zu seiner Verstärkung soll sie 100 Schiffe nach Neapolis schicken. So kann er sich den Zugang zum Meer freihalten, der für die Verpflegung der Truppen unerlässlich ist. Unter Nutzung der natürlichen Umgebung hat Cassius oberhalb seines Lagers eine Palisade bauen lassen. Nur das Sumpfgebiet hat er nicht beachtet. Antonius muss um jeden Preis diese Schanze nehmen und Breschen schlagen. In nicht einmal 10 Tagen lässt er heimlich eine Straße durch die unwegbaren Sümpfe bauen. So umgeht er die Palisade und kann Cassius an mehreren Fronten angreifen. Der gefährlichere der beiden Gegner ist natürlich Cassius. Cassius besitzt militärische Erfahrung, die Brutus nicht vorweisen kann. Brutus hat so gut wie keine Kriegserfahrung. Cassius ist ein alter Routinier. Und deshalb beschließt Antonius, es vorrangig mit ihm aufzunehmen. Doch Antonius ist nicht allein. Der junge Octavian verfolgt das gleiche Ziel und gibt ihm Schützenhilfe. Seine Mission, das Lager von Brutus anzugreifen. Wenn er sich bloß nicht so schwach fühlen würde. Octavian ist 2 Tage zuvor auf einer Bahre angekommen. Antonius hat angeordnet, dass er Brutus angreift. Doch Octavian ist seit dem Aufbruch aus Rom ans Lager gefesselt. Sein Arzt hat ihm von einem bösen Traum berichtet. Wenn Octavian in den Kampf ziehe, so werde dieser ihm zum Verhängnis. Es entbrennt ein brutaler und grausamer Krieg. Mann gegen Mann, geführt von 2 Armeen, die auf die gleiche Art kämpfen. Es gibt zwar gewisse Unterschiede, aber sie sind alle römische Bürger, einer wie der andere. Die Streitkräfte, die in Philippi aufeinandertreffen, sind riesig. Auf Seiten von Antonius und Octavian handelt es sich um 19 Legionen mit ca. 17.000 Mann Kavallerie. Brutus und Cassius dagegen verfügen über 17 Legionen, wobei die Reiter in der Überzahl sind, ungefähr 20.000. Alles in allem stehen zu beiden Seiten je 100.000 Mann. Thank you.
Antonius gelingt es, die Palisade zu durchbrechen. Nun kann er den Feind zum Nahkampf zwingen. Vollenden wir unser Werk. Wenn wir verlieren, wählt ihr Flucht oder Tod. Ich für meinen Teil fürchte die Sieger nicht. Brutus greift das Lager der Caesarianer an. Von Octavian fehlt jede Spur. Fast widerstandslos bringt Brutus das Lager in seine Gewalt. Soldaten Roms, in den Kampf! Rache für den Tod von Caesar! Antonius teilt seine Kavallerie in zwei Gruppen ein. Die erste Hälfte soll die Infanterie des Gegners von der Flanke fassen, während die zweite, von ihm geführte Gruppe, das Lager von Cassius angreift. So lange hielt mich die Liebe zum Leben, bis Brutus, mein geachteter Freund, von den Feinden gefasst wurde. Warum erlöst du mich nicht von meiner Schande? Antonius erringt einen glänzenden Sieg. Er hat seine Ziele erreicht, den Kampf erzwungen, die Palisade überwunden, das Lager von Cassius eingenommen. Auch Brutus ist siegreich. Er hat das caesarische Lager erobert. Cassius hat sich tödlich geirrt. Er glaubte, Brutus sei gefangen. Wahrscheinlich wegen des dichten Qualms hat Cassius die Situation falsch eingeschätzt. Er stirbt einen sinnlosen Tod am Tag seines 45. Geburtstags. Berühmt für seine Strenge genoss er die Wertschätzung seiner Truppen, die er mit äußerster Disziplin befehligte. Er war der beste General der republikanischen Armeen. Sein Freitod kommt Brutus teuer zu stehen. Zeitgleich mit der Schlacht hatte 12 Kilometer entfernt auf dem Meer ein zweiter Kampf stattgefunden. Die Schiffe von Brutus und Cassius verschließen Antonius endgültig den Zugang zum Meer und machen jede Hoffnung auf Nachschub zunichte. Mit den von Kleopatra versprochenen Schiffen hätte das Duell anders ausgehen können. Dabei hat Kleopatra Alexandria durchaus verlassen und sich persönlich an die Spitze einer Armada gesetzt, um Antonius und Octavian zu Hilfe zu eilen. Wir werden untergehen. Der gesamten Flotte befehlt zum Rückzug. Wir kehren nach Alexandria zurück. Diese Umkehr aufgrund einer stürmischen See von den Caesarianern richtig verstanden wird? Kleopatra wird ein zwielichtiges Verhalten nachgesagt, da ihre Verstärkung niemals bei den Caesarianern ankam. Der Sturm kommt für sie wie gerufen. So wurde sie nicht direkt in den Kampf zwischen Caesarianern und Republikanern hineingezogen. Vom halben Sieg der Caesarianer hat Kleopatra keine Ahnung.
Antonius hat Cassius geschlagen, Brutus Octavian. Es steht unentschieden. Doch sie weiß, auch wenn die Republikaner besiegt sind, ist sie nicht völlig außer Gefahr. Kann sie mit der Nachsicht von Caesars Erben rechnen? In Rom hat sie Antonius kennengelernt, doch über Octavian weiß sie nichts. Wird er ihrem Sohn Caesarion mit Wohlwollen begegnen? Oder wird er in ihm einen potenziellen Rivalen sehen? Dazu muss sie das Ende des Kampfes abwarten. Ich höre, dir geht es immer noch schlecht. Geht es dir besser? Besser. Ewigen Ruhm dem großen Caesar, dem einzigen und wahren. Ewigen Ruhm, Marcus Antonius! Diese militärische Glanzleistung macht Antonius zum wahren Nachfolger Caesars. Cassius war der letzte der Römer. Niemals wird Rom einen kühneren Mann hervorbringen können. In Tassos sollt ihr ihn heimlich bestatten. Wir dürfen die Moral unserer Soldaten nicht durch ein Begräbnis brechen. Brutus, die Soldaten von Cassius murren hinter deinem Rücken. Sie schämen sich für ihre Niederlage und stellen auch die geringste deiner Entscheidungen in Frage. Sie haben für die Sieger nur Hass übrig. Sie wollen die Revanche. Sagt unseren Männern, wir haben heute einen klaren Sieg errungen, fast sogar den entscheidenden. Hätten sie es nicht so eilig gehabt, Octavians Lager zu plündern, statt die Feinde endgültig niederzuwerfen. Doch sie sind in Bedrängnis. Lange werden sie nicht Widerstand leisten können. Lasst uns in Geduld üben, und der Sieg wird umso größer sein. Brutus hat recht, von seinen Männern Geduld einzufordern. Würde er so vorgehen, wie er wollte, könnte er die Armee von Antonius in die Enge treiben und dabei auf die Unterstützung seiner Flotte zählen. Er könnte die Schlacht gewinnen und darüber hinaus den Krieg. Soldaten, wollt ihr sein? Schwache Weiber seid ihr! Um den Gegner aufzustacheln, gehen die Legionen von Antonius jeden Tag in Kampfstellung und fordern die Soldaten von Brutus mit Beschimpfungen und Provokationen heraus. Brutus ist nun auf sich allein gestellt. Dennoch vertraut er auf seine Position und schiebt den Entscheidungskampf hinaus, den die Caesarianer unermüdlich einfordern. Brutus hat die Situation scharfsichtig analysiert. Er hat erkannt, dass das gegnerische Lager vor einer Hungersnot steht und dazu noch vor den Anforderungen eines extrem strengen Herbstes. Daher weiß er, bald sind sie seiner Gnade ausgeliefert. Im Lager von Antonius und Octavian ist die Lage kritisch. Die Hungersnot fordert immer mehr Opfer. Die Moral ist auf dem Nullpunkt. Die Soldaten bis zu den Knöcheln im Morast haben genug. Oft müssen sie im Morgengrauen eine dünne Eisschicht zerbrechen, die sich in der Nacht um ihre Finger gelegt hat. Ohne Zugang zum Meer ist Nachschub nur schwer zu beschaffen. Im Lager von Brutus sind die Vorräte unerschöpflich.
trotz dieser komfortablen Situation brennen die vom Nichtstun zermürbten Soldaten auf eine Revanche. Um sie zu beruhigen, gibt Brutus ihnen gute Verpflegung, doppelten Sold und schenkt den besten Offizieren sogar silberne Rüstungen. Brutus genießt in seinem Lager nur geringe Autorität. Er ist zu liebenswürdig, zu nachgiebig und schafft es nicht, sich durchzusetzen und seine Truppen zu kontrollieren. Am 23. Oktober gibt er das Zeichen zur Endschlacht, um dem wachsenden Unmut und der wachsenden Neigung zur Desertation seiner Truppen entgegenzuwirken. Dabei befindet sich die Armee des Triumvirats in einer noch viel schlechteren Lage. Ihn treibt die Angst, man könne ihm widersprechen. Vor allem die Angst, als Feigling zu gelten, wenn er sich dem Kampf verwehrt. So beugt er sich schließlich dem Willen seiner Armee und willigt in den Kampf ein. Wie Pompeius der Große, nicht als Befehlshaber, sondern als Befehligter werde ich Krieg führen. Da es nun so ist, lasst uns in die Schlacht ziehen. Unser Wahlspruch sei: Apollo, er möge uns beschützen. Brutus stellt sich den Kampf. Es lebe Marcus Antonius! Drei Wochen brachten sich die Truppen der Caesarianer in Stellung. Drei Wochen verweigerten sich die Republikaner. Doch jetzt war alles anders. Die Republikaner stellten sich. Der Adler aus dem Lager von Antonius trägt den Sieg davon. Antonius ruft seine Truppen zum Kampf. Nach Appian, dem Geschichtsschreiber der Antike, soll er gesagt haben: Soldaten, wir haben den Feind gefunden. Vor uns stehen sie, die wir aus ihren Befestigungen locken wollten. Niemand ziehe den Hunger, dieses unerbittliche, niederschmetternde Übel, den Stellungen und Körpern der Feinde vor, die in Reichweite sind. In Reichweite des Mutes, des Schwertes und der Verzweiflung. Unsere Lage ist so kritisch, dass nichts auf morgen verschoben werden kann. Nein, dieser Tag muss entscheiden über unseren vollständigen Sieg oder ehrenvollen Tod. So scheint die Schlacht bei Philippi wie ein Kampf um Ideologien, der auf dem Schlachtfeld ausgetragen wurde. Die einen, Brutus und Cassius, kämpfen im Namen der Freiheit und der Republik. Die anderen, Antonius und Octavian, im Namen von Caesars Werk und der Größe Roms. Das Ideal der Republik gegen den Geist der Monarchie.
Als sich einer von Brutus' besten gallischen Offizieren dem Feind ergibt, eröffnet Brutus den Kampf. Ihr wollt kämpfen. Ihr habt mich zum Kampfe gezwungen, obgleich ich anders hätte siegen können. Enttäuscht meine und eure Hoffnung nicht. Euer Vorteil sind die Höhe und die Rückendeckung. Der Feind ist in einer gefährlichen Position, denn er ist eingekeilt. Zwischen euch und dem Hunger. Der erfahrene Krieger Antonius hat einen Plan. Zunächst will er seinen rechten Flügel nach außen ziehen. Dadurch sähe sich der Gegner genötigt, seine eigenen Reihen zu lockern und die Mitte zu schwächen. Den so geschaffenen Raum will Antonius nutzen, um Brutus mit seiner Kavallerie im Zentrum anzugreifen. Dann muss er die Soldaten von Brutus nur noch in die Zange nehmen. Ein Manöver, das dem Gegner zum Verhängnis würde. Brutus hat Boden gut gemacht, doch sein geschwächtes Zentrum kann nicht mehr lange standhalten. Nun erinnert er seine Legionäre daran, wofür sie kämpfen: die Verteidigung der Republik. Entweder wird mein Sieg den Römern die Freiheit zurückgeben, oder mein Tod wird mich aus der Knechtschaft erlösen. Nur diese eine Sache ist noch ungewiss: ob wir in Freiheit leben oder sterben werden. An moriturissimus. Die Ebene färbt sich rot mit dem vergossenen Blut, während die wachsende Hoffnung auf den Sieg die cäsarischen Soldaten immer stärker werden lässt. Der Zusammenprall ist von extremer Heftigkeit. Mann gegen Mann, mit den gleichen Waffen. Appian berichtet, die eine Seite kämpfte mehr für das Überleben als für den Sieg, die andere für den Sieg und zur Freude des Generals, der gezwungen worden war, den Kampf gegen seinen Willen zu führen. Das Gemetzel und die Wehklagen waren entsetzlich. Antonius zersprengt die Republikaner und hindert ihre Reihen daran, sich zu sammeln. Die Truppen von Brutus kapitulieren unter seinem Druck. Hab Erbarmen, Cäsar. Ich bitte um Gnade.
Sind wir nicht auch Römer? Sieh, wie jung mein Sohn ist. Warum sollte ich das Flehen meiner Feinde erhören? Doch ich kann etwas tun, um dich zu trösten. Wir lassen das Los entscheiden, wer verschont bleibt. Bedient euch, Soldaten! Wie ich es euch versprochen habe! Ihr habt die Beute verdient! Am Ende dieser zweiten Schlacht entkommt Brutus mit knapper Not. Die Flucht ist der Preis dafür, dass es ihm nicht gelungen ist, sich bei seinen Legionären durchzusetzen. Die von Antonius entwickelte brillante Strategie war erfolgreich. Der Schlag gegen Cassius offenbarte die Schwäche von Brutus, der seinen wertvollsten Verbündeten verloren hatte. Dreißigtausend Soldaten fielen in diesem Bürgerkrieg, dem blutigsten der Antike. Mit denselben Waffen ausgerüstet, dieselbe Sprache sprechend, hatten sie gegen Freunde, Verwandte, ja selbst Brüder gekämpft. Der verzweifelte Brutus nimmt sich das Leben. Lieber ein Tod in Freiheit, als die Schmach, gefasst zu werden. Seine letzten Worte sind: Tugend, du warst nur ein Name. Ich kultivierte dich, als seist du Realität, doch du warst ein Sklave des Schicksals. Mit ihm erlosch auch das Licht der Senatorenrepublik. Seine sterbliche Hülle wird zum wahren Architekten des Sieges gebracht. Sorge für ein großes Begräbnis und schickt seine Asche seiner Mutter. Es ist nicht nötig. Lasst ihn den Kopf abschneiden und bringt ihn sodann nach Rom als Zeugnis unseres Sieges. Antonius und Octavian können ihren Erfolg genießen. Caesar ist gerecht und ihre Macht steht auf einem soliden Fundament. Die Republik der Senatoren, verschlissen in den 500 Jahren ihrer Existenz, wurde im Marsch hinweggefegt. Doch in Rom ist endlich wieder Frieden eingekehrt. Das Volk von Rom jubelt über diesen lang ersehnten Frieden. Vom Ruhm getragen konsolidieren Antonius und Octavian ihre Macht und teilen ihre Einflussgebiete unter sich auf. Octavian begnügt sich mit dem Westen. Antonius als eigentlicher Sieger verleibt sich den Osten ein, den reichsten Teil des Reiches mit der Hauptstadt Alexandria. Antonius wird Kleopatra für ihre Abwesenheit in Philippi zur Rechenschaft ziehen. Sie hat Grund zur Sorge um ihren Sohn und ihr Königreich. Antonius weiß, wer Alexandria hält, kontrolliert zugleich den Handel im Orient und hat einen strategischen Stützpunkt für weitere Expansionen.
Die Herrschaft über Ägypten ist für Rom ein wesentliches Thema. Antonius und Octavian sind die Herrscher des Mittelmeers geworden. Das römische Imperium hat zwei Herrscher. Hält der Frieden ihren Ambitionen stand?